Hallöchen Leute und willkommen zu Pflanzen gegen Zombies in der 51. Episode. Und euer Kai, ja, ist heute mit einer neuen Aufnahmemethode hier. Ich nehme jetzt nicht mehr alles über Boxen auf, sondern nur noch mich über die Boxen und den Ingame-Ton einfach über, ja, die Windows 7 Spur. Das ist ziemlich günstig. Das heißt, ich muss quasi nicht mehr übel laut machen, damit ihr die Musik leise hört. Das ist gut für meine Ohren. Und außerdem muss ich allgemein nicht mehr so laut sein, weil ich... Die Musik war sogar mal lauter meine Stimme, aber dadurch, dass ihr mal von hinten von meinem Mikro kam, war sie für euch trotzdem immer leiser. Das war mal ein bisschen anstrengend. Ich musste die Musik sehr laut machen und das war mal... Nach längeren Sessions waren mir die Ohren immer halb taub. Jetzt trage ich dafür Kopfhörer auch nicht so gut, aber... Hey, ist okay. Die Qualität ist in meiner Stimme steigt, weil nicht mehr zwei Tonspuren aufgenommen werden müssen und alles nicht mehr so gedröhnt klingt und... der Ingame-Ton klingt klarer und ich kann die Lautstärke besser regulieren. Das wird sehr später, aber sehr nützlich später bei Assassin's Creed 2 sein. So, wir haben Pogo-Zombies hier. Ja, Pogo-Zombies, klingelingeling. Ihr wisst schon. Ihr kennt den Scheiß bestimmt auch. So, wir haben Sternfrucht, bla. Schnapper, bla. Absenkanone, bla. Alles scheiße. Toll. Was sagt uns das? Wir können wieder nur Scheiße mitnehmen. Das hier, das hier, das hier, die Laterne und dann noch irgendwas, was schön schnupst. Feuerweg bekloppt. Laterne. Naja, gibt ja auch Licht, aber auf andere Art und Weise halt. Ach, ich muss ja den mitnehmen. Ach, scheiße, ey. Aha. Ach, hey, was soll's? Was soll's? Hey, komm, wir können zur Not ja Sternfrüchte pflanzen. Was soll's? Go for it. Go for it! Alter, komm, trag die Nebel noch weiter rein. Ihr habt schon gemerkt, das letzte Mal war es doch ziemlich spannend, muss ich sagen. Es gab einige Level, die mich tatsächlich echt gefördert haben, weil man halt einfach nur hier nur 7 Pflanzen haben darf. Das ist schon ein bisschen gemein. Ich wollte übrigens in den Party auf Kommentare eingehen, aber es kam irgendwie keine, was irgendwie... Mich ehrlich gesagt nicht wundert, weil es eigentlich nicht viel zu erzählen gibt. Weder für mich noch für euch in dem Fall. Wenn hier eh nichts weiter passiert, außer mal im Überleben vielleicht. Da kann man schon mal sagen, boah krass ey, Kai, wie du da mal meisterst. Du bist so der krasseste Let's Player und wir lieben dich alle und ja. Nee, sag mach das bloß, nee. Ich mag, also ich finde ja ein Lob und ein Kompliment mal ganz nett. Aber diese Lobe sind, das klingt so nach Fanboy. Meh. Ich weiß nicht. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. So, guck mal, da kommt einer. Ich sehe sein Auge durch den Nebel. Schon ist er weg. Da gibt es in dem Nebel eine undichte Stelle. Wahrscheinlich so wie in meiner Futterluke, die hält nie die Klappe. So, aber er ist down, war ein einfacher Zombie. Das schaffen die. So, zack, 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 zack. So, läuft. So, jetzt müssen wir erstmal noch Seerosen abwarten und so. Können dann das machen hier. Noch ein Seerosenblättchen und Geld dann, Kleingeld, dankeschön. So, wird auch nicht mehr Zeit, dass ich diesen Geld-Cheat zeige. Und ich habe mir überlegt, wie ich das mit dem Abenteuer endlos mache. Ob ich das einmal nur mit Cheat zeige oder einmal mit Cheat und einmal ohne. Oder ob ich es versuche irgendwie... Oh. Da. Ja. Und ich habe keine Sonne verpasst. Ich bin ein Arsch. Ja, das heißt, wir werden am Ende wieder ungerade Sonnenzahlen haben, weil ich glaube, die geben immer genau so viel her, dass wenn sie groß werden, man trotzdem eine Zahl hat, die sich durch 25 teilen lässt, warum auch immer. Auf jeden Fall sind die Entwickler so nett, das freut mich immer. So, wir können weiter hier lustige kleine Pilze platzieren und können auch mal durchaus mal was ins Wasser stellen, endlich. Wäre ja auch mal ganz angebracht, nicht wahr? Weil sonst könnte das irgendwann ins Höschen gehen. So, das sind jetzt meine Frühwarnsysteme hier fürs Wasser. Wir machen mal ein paar mehr Sachen hier hin. Du, 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 du. La, du, di, du. Da kam gerade was ins Wasser. Das ist nicht schön. Aha, hier. Okay, ich habe auf jeden Fall keinen Pinöppel oder sowas in der Richtung. So, hier irgendwo hin. So. Das läuft. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, weil ich brauche vielleicht gleich den für einen Pogo-Zombie. Sehr wahrscheinlich sogar.
Ich nehme es mal stark an, dass auf jeden Fall gleich irgendwo ein Pylon-Zombie um die Ecke kommt. Der mich dann wieder voll trollen will. So. Okay, wir haben schon mal Licht. Und gleich haben wir auch die Hochwallnuss für den eventuellen Fall der Unfälle. So, kommt irgendwo ein Pogo-Zombie oder lassen Sie mich in Ruhe? Das wäre mal sehr freundlich. So, wir müssen natürlich die Laternen wieder besser verteidigen. Im letzten Part hat das eigentlich, ehrlich gesagt, muss man ganz sagen, so ganz gut funktioniert. Und da kommt gleich ein kleiner Arsch und der wird gerade da gepflanzt. Wo ich einen Hochwallnuss sehr gerne sehe, weil... Ja, das ist eine Laterne, die möchte gerne beschützt werden. So, wir machen weiter mit dem Scheiß hier. Ach, Kacke. Ach, Kacke. Okay, er ist aber down. Okay, wir haben lange genug Zeit gehabt, um Schaden zu machen. Das ist ganz gut. Sonst wäre das hier gerade fürchterlich in die Hose gegangen. Dann wird einfach drüber gehoppelt. Wäre er hier hinten gewesen, hätten sie es nicht mehr geschafft, weil der hätte zusammengezogen und die hätte nichts tun können. Na, wäre er am Arsch gewesen. So, der kriegt jetzt ziemlich früh aufs Maul. Ich glaube, der bräuchte keine Walnuss. So, dann muss ich dran denken, dass ich auf jeden Fall gleich hier mal endlich mal ein bisschen Support gebe für die hier, dass sie mal früher schießen können. So, und ich glaube, ich mache jetzt hier die Walnuss hin. So, hier mal ein bisschen damit. So. Oh, mal hier ein bisschen mehr Shoot-Action. Der Hashtag läuft und so, ne? So, wird hier noch einer. Zack. Zack, 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 zack. Wir haben ein bisschen Sonne einsammeln. Dann machen wir die erstmal fertig von mir aus. Boah, sieht doch gut aus. So, gleich noch eine schöne Hochwallnuss und dann läuft das ja alles. Oh Gott, halt. Hehehehe. Hopp, flop, tot. Hopp oder flop. Bei dem war es ja ein Flop. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe doch keinen Plan. Warum mich das gerade tat? Ich weiß es doch nicht. Hier, guck mal. Ersatzpflänzchen. Gleich kommen nämlich die großen bösen Mongos. Das heißt, hier spawnt gleich irgendwo was, was scheiße ist. Ja, genau. Da kommt nämlich so ein scheiß Arschloch. Weißt du was? Ja, om nom nom, lecker. Ich schmeckt doch gut, ne? Ah. Weg damit. Und hier könnt ihr weitermachen. Ey, für 150 war es mir das wert. So, die blasten den da richtig schön durch. Können da einfach noch ein bisschen helfen, ne? Und da ist er dauernd. Und wir haben 4-8 mit Bravour gemeistert. Und wir haben nur 7 Minuten für die Welle gebraucht. Das ist mal voll kacke, wenn die so viele 3, 4, 5 Waves haben. Dauert so ein Level immer noch. Ach, du Scheiße. Ihr Asozialen, Alter. Hier lohnt sich fast wieder... Ach, wow. Wow, das ist mal eine richtig gute Auswahl. Das ist gut, das ist gut und das ist gut. Ja, der ist scheiße. Stört mich überhaupt nicht. Ich nehme das mit. Das ist mir in Ordnung hier. Wir nehmen auch wieder Laternen mit. Wir nehmen den mit. Warte mal, halt. Wir nehmen das mit. Dann das. Ich weiß nicht. Versuch mal den jetzt zu Hause lassen, nehm dafür einen Kürbis mit. Mach mal so. Ich versuch's mal. Ich will endlich die wieder mal benutzen hier. Die machen einfach viel mehr Schaden. So, und jetzt zack. Jetzt muss ich zwar ein bisschen weit nach rechts greifen, um die Dinger zu kriegen. Aber ist letztlich auch egal. Hauptsache, wir kriegen sie überhaupt. So, aber das ist echt mal eine geile Auswahl. Da hat er mir richtig gute Pflanzen gegeben. Ich sehe also kein Problem daran, dass wir dieses Level hier schaffen. Außer ich sollte ganz zufällig übersehen, dass da links die Pflanzen sind. Das wäre ein bisschen ultra derpy derp. Da mache ich mich selbst crank im Haus, ja. Und Kleingeld. Und tschüss. Mit ihmchen. Und so. Ich finde die Referenzen toll. Vor allem kennt die überhaupt gar keiner. Das ist voll fies. Guckt euch mal Sips LP an. Lustiger Let's Player. Hat eine seltsame Art zu reden. Sehr seltsame Art. Aber ich finde das irgendwie voll sympathisch. So. Gib mal hier, würde ich sagen. Oh, gib mal hier Sonnenlicht, du Sacker. Ja, nee, geh weg, hau ab, kusch. Bin gar nicht mit einverstanden. Ja, genau, lauf einfach durch. Du hast voll gelitten, ne? Als Kind. So. Wirkt für der Nebel war vorher weiter, kann jetzt sein. Ich hab gedacht, die 5-3 sah man gar nicht mehr. Na, ist egal. Ich egal. So. Ja. Ja, Brains. Hättest du gern mal.
So, Sonnenlicht. Danke. Dankeschön. So, zack. Zack. Das sieht gut aus. Wir haben jetzt zwar keine Distanzschützen, aber hey, was soll's. Ist jetzt auch egal. Sobald wir das erste Katzenschwänzchen haben, sind wir sowieso safe. So, da unten schießt einer. Helfen wir mal. Ja, zack, zack. So, ich spare halt auch bewusst darauf. Einfach nur, weil ich habe keinen Bock auf Ballonzombies, ganz ehrlich gesagt. Die sind einfach nur asozial, diese Penner, ey. Boah. Richtig kacke. Ja, ja. Ich weiß, dass ihr überall angreifen wollt. Könnt ihr vergessen. Ja, Brains. Schnauze, Mann. Komm, mehr Sonnenlicht. Komm, give me. Jetzt gebe ich gerne Spiel für Sonnenpilze aus. Das können wir mehr sparen. Ja, gleich. Komm, nur 35. Schaffen wir. So. So, die schießen an den B. Aber ich höre aber noch keinen Pinöppel. Also bin ich relativ safe. Vom Gefühl her. So, ja, der hilft jetzt erstmal richtig gut. Scheint ins Wasser zu schießen. Da oben sehe ich einen Pinöppel. Der guckt da über den Wolken durch. So, haha, läuft. Ja. Zieht, ne? So, hier machen wir schon mal einen hin. Da kommt nämlich noch einer. So, jetzt machen wir mal... Ja. Ja. Hehe. So. Ja, dann würde ich sagen, ja, ein bisschen muss ich nochmal gucken. Ich muss mal rechnen, was ich brauche. 225. 350 brauche ich. Okay, wir haben hier noch. Ich sag, wir machen einfach mal das hier und das hier. Geil. Ja. Oh, da kommt er da unten, der Ekelhafte. Weißt du was? Ach, da muss gar nicht fahren. Hier, guck mal. Zack. Abgezockt. Einfach abgezockt. Na, so muss das laufen, ne? Ja, schön, Kopf weg. Das ging schnell. So, zweites Katzenschwänzchen für die Ballon-Noobs. Die scheiß Ballon-Zombies sind so asozial, ey. Kasse die. So. Ja, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, Priorität bitte bei dem Ballon-Typi legen. So. Oh, das sieht sogar synchron aus. Es fehlt bloß noch da oben einer. Ja, da räumt der richtig gut auch in allen drei Reihen auf, ne? Oh, läuft richtig gut mit dem da oben. Ach, der ist so geil. Ich liebe den Stinkpilz, die Stinkmorchel. Jetzt hätte ich wieder Pause geklickt, Leute, sorry. Ja, du frisst ihn nicht auf, du Arsch. Kannst du aber voll vergessen, du. So, ja. GG? Wollt ihr schon GG sagen? Ich schon. Weil jetzt ehrlich, was soll mich jetzt noch treffen hier? Ja. Willst du hier was reißen, Junge? Tschüss. So, was hier? Noch rein. So, und jetzt noch hier ins Wasser rein. Ja. Zack. Machen wir mal hier ein bisschen Action hier. Wir haben ja noch Sonne gerade. So, und jetzt hier zack. Schau mal den. Oh, so 50 Sonnen. Na komm, 25 noch. So. Nächste. Ja, und sobald wir die da haben, läuft doch alles hier. Was will mir denn jetzt noch passieren? Ich mach jetzt hier noch einen hin. Aus Sicherheit, ne? Falls zu viele kommen, einfach. Kann ja passieren. Ja, schnell abschießen, bitte. Vielleicht mal hier einen Kürbis rumlegen, falls der Ballon-Zombie drüber fliegt. Und denn den hier auffrisst, das muss nicht sein. Ja, ansonsten sehe ich hier ein GG. Ein good game. Wie man jetzt auf Pokémon Showdown sagen würde. Wer übrigens mal Bock hat, online mit Pokémon zu fighten, kann das da gerne tun, ne? Einfach fragen auf Facebook, auf meiner Fanpage. Da kann man ja auch Nachrichten an mich schreiben und einfach mal fragen. Da kann ich dann jederzeit antworten und sagen, jo, so und die Zeit und so. Weil, oder wenn er mich einfach mal im Raum Deutsche findet oder so, könnt ihr mich auch einfach anquatschen, anchatten und hey, Kai, ich bin hier Zuschauer und so, heißt der Bock und so. Dann neigt da meistens so nicht gegen, weil da ist man drauf, um zu zocken. Außer wenn ich das durch nebenbei noch laufen habe, ich es vergessen zu schließen, kommt doch schon mal vor, tatsächlich. So, da kommt die Lichtballon. Bitte abschießen. Gut läuft. So, ja, ansonsten, ich sehe hier kein Problem. Kein größeres Problem, sag mal so.
Was sollen die hier machen? Die in der Mitte kriegen so hart auf die Fresse. Selbst wenn die nicht Metall hätten, die wären sofort instant down. Ja, Kopf weg. More Brains! Ja, scheiße, ne? Lief nicht wie geplant. So, die Pogo-Zombies wollen auch noch, ne? Also, mach ich mich schon mal ready hier. So. Ganz ehrlich, hätte ich die auch hier vorne hinpflanzen können, ne? Ja, ist egal. Stroffgeschissen, Alter. Ist richtig egal. Sobald man ein paar davon stehen hat, ist einfach... Ja, die Sache gelaufen. Die sind einfach nur so stark. Da haben die noch mal einen Zombieskill Chance. Wenn die King Gargantua ankommt, ja. Sieht da kein Problem drin. So, die knuspern noch ein bisschen am Kürbis. Das ist tatsächlich nicht so schön. Ist ein bisschen asozial, aber hey. Hey, hier, abzocken. Du bist aber dick. Ich hab Angst hier. Ja, hier noch einmal Zombies und genug Pogo-Spastis kommen. Sollte man da einen ready haben. Ach. Guck mal einer an. Ja, nee. Aber nicht gewettet so, ne? Ja, über Wasser stirbt er sofort natürlich. Bei Baum. So, der da vorne ist ein bisschen alleine gelassen, habe ich das Gefühl. Nein, der sagt jetzt... Ich wollte gerade sagen, sag mir nicht, der läuft darüber. Das wäre voll asozial. So, ja. Kill den bitte erstmal. So, jetzt so. Das kann ich doch machen hier. So, kriegt der ein bisschen mehr Support hier. Jetzt fehlt mir mein zweiter Kürbis gerade. Wie würde ich hier statt dem Pilz mitnehmen? So, nun können wir schon mal so was hier hinpflanzen. Gleich mal abgezockt, voll krass. Ja, letzte Runde. Ich würde sagen, Leute, dort läuft. So, ein bisschen Minutennahme auch noch. Ich habe gerade Gong gehört. Oh, nee, da oben. Ah, okay, haben wir geschafft. Der Kürbis war weg. Aber egal, wir haben die Nachricht gekriegt, kriegen 300 Gold. Und steigen jetzt ins Level 10 ein. 410 und das heißt, da kommt der neue Zombie, Leute. Hallo, hier ist deine Mutti, bitte komm rüber, ich hab den Tag braten. Lass das Haus zu offen, den Rasen und mir schützen herzlich die Zombies. Nicht die Zombies, Mutti. Vor allen Dingen, wenn er nicht da ist, wie wollen sie denn das Hirn fressen? Macht da ja keinen Sinn. Warum ist es immer so ein dunkel? Ja. Scheiße, wa? So, und da sieht man ihn. Da, rechts. So. Ich finde das scheiße, wenn ich mich sehe. Weil ich nicht weiß, was ich pflanzen kann und was nicht. Ich weiß nur, dass er irgendwo an Land kommen muss. Das weiß ich. Rest ist... Das halt... Das hebe ich mir auf. Ach, also jetzt schon. So, was ich auch weiß, ist, dass der Zombie, der Yeti-Zombie, dieselbe Ausdauer hat wie ein Eimer-Zombie. Hoch, also viel. Okay, da muss ich gucken, ob ich es mal brauche. Ansonsten können wir versuchen, hier was hinzupflanzen. Vielleicht bringt es mir irgendwas. Hier so ein Magnetpilz mit Kürbis. Hey, blitz nochmal bitte. Danke. So, nebenbei können wir mal hier und hier was hinpflanzen. So, erstmal schnell Geld einsammeln, ne? Wie sich das gehört. So. Oh, von mir ist noch ein. Na komm, ich sehe nichts, das ist kacke, wenn man nicht zieht. So, hier kommt mal der hin. Plop, 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 plop. So, haben wir schon mal eine schöne 6er-Formation. So, die Meeretpilze, die kann ich erstmal hier vorpflanzen als Schutz. So, dann stecke ich auch mal zwei ins Wasser. Also ich weiß, dass da auch geschützt ist, ne? So, dann machen wir mal so Action hier. Ja, knusper. Schnell fail und so.
Oh, ihr sagt mir nicht, da kommen Buddel-Zombies. Ich weiß nicht, drauf geguckt. Oh, ihr wäre voll asozial. Okay, in dem Fall dahin. Dann noch eben hier hin. Dann noch eben hier hin. Oh, zeig den damit. Ich hab doch hier nur Stacheln. Ja, hier vorne irgendwo hin. Komm, hallo. Ich will gerade sagen, zock die mal den Eimer ab da. Oh, das ist gut. Oh nein, die letzte Wave von Zombies kommt. Ich weiß halt nicht, wo der wann kommt. Das ist echt doof. Ich kann es echt nicht sagen. Das ist doof. Oh, Fänger. Vor allem, ich sehe ihn vielleicht noch nicht mal, wenn er kommt. Wie asozial. Hey, hey, hey. So natürlich. Oh Gott. Okay, kleine Absor, die kommt hier irgendwo hin. Die machen wir hier hin. Baum. Ja, jetzt fressen die da vorne auf, glaube ich. Sonst steht irgendwie noch alles. Oh, noch ein Sternchen. So, schön. So. Noch da hinten irgendwo hin. So, ach, da war er gerade, glaube ich, ne? Ja, da kommt er. Da kommt er, da kommt er. Nein, halt. Jawohl, wir haben ihn gekillt, Alter. 4000 Diamanten. Ting, 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 ting. So, jetzt hier mal hier und hier. Habt ihr gesehen, der ist irgendwann abgehauen. Ja, und dann hat man... bisschen verkackt. Oh, man sieht in dem Scheiß hier. Ist ja bloß reine Inventarverschwendung, was ich hier mache. So. Okay, wir haben den Buddel-Zombie gekriegt und getroffen. Ihr habt gesehen, er ist abgehauen. Ich hab schnell irgendwo einen Stern da vorne hingepflanzt. Der erstmal jetzt voll auf die Fresse kriegt natürlich. Was soll er auch sonst machen? So, und da ist die nächste Knallerbse. Das Pflanzikiert fällt bloß noch voll mit Angriffen. Na komm schon. Irgendwo hier ist noch ein Platz frei. Läuft. Wie alle 10 gerade aufgestanden sind, ne? Alter, was da abgeht, ich bin gerade hier völlig am Dörpen und so. Du kannst den Alpha voll, Alter. Ist mir scheißegal, ne? Was hier abgeht, Alter. Ist halt krass. Jo, ihr. Zack. Alles voll bis oben hier. Ja. So, erstmal ein bisschen Kürbis-Action machen und so. Ja. Ein bisschen mehr Kürbis jetzt geben können, meiner Meinung nach, ansonsten. Das ist aber echt gut, ich kann mich nicht beschweren. Kriegen gut auf die Fresse. Oh, läuft. Das ist gut hier. Ja, um, um, um. So, jetzt muss man da hinten kicken, ne? Oh, Chocolate für Gary. Guck mal, die unten.
Okay. Läuft alles. Okay. Dann mach ich jetzt nochmal hier hin ins Wasser. Da vorne kackt die hin. Hier noch einen hin. Zack, gleich mal abzocken hier. Boah, krass. Oh. Alter, was hier abgeht. Jetzt rasten sie nochmal richtig aus. Gam, gam, gam. Alter. Die haben doch Hodenstau, die Säcke. Wow, wie Wasser einfach am extremsten ist, ne? Jetzt kriegen sie von hinten auf die Fresse. Jetzt kriegen sie von überall, Alter. Alter, was ist mit euch nicht in Ordnung, Jungs? Habt ihr nichts Ausreichendes zum Frühstück gekriegt oder so? Okay. Puh. Das war eine ganz schön harte Geschichte, muss ich sagen. Und an der Stelle haben wir auch die Folge wieder maßlos überzogen. Und Leute, wir sind am Dach angekommen. Wisst ihr, was das für die nächste Folge heißt, Leute? Wow, super. Koffeebohne. Na gut, die erste Welt hier ist sowieso. Naja, ziemlich leicht. Gut, Leute. Im nächsten Part geht's dann aber los mit Überleben. Und zwar Überleben. Nebelschwer. Danach geht's dann wieder ans Überleben. Erst einmal ein Dach, ans Abenteuer, ne? Dann, wenn wir das fertig haben, kommt Überleben Dach schwer. Und dann, Leute, kommt das grande Finale dieses Let's Plays hier. Ich weiß auch noch nicht, wie ich mit Überleben machen soll. Ob ich immer mache ohne Cheats, sage ich euch. Ja, so weit schaffe ich's ohne. Und dann euch noch zeige, wie viel ich mitgeschafft habe oder so. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann's echt nicht so genau sagen. Oder soll ich eins offscreen machen und sagen, yo, so viel habe ich offscreen geschafft, ohne Cheats. Was so viel unglaubwürdig ist, weil man sagen kann, das habe ich mitgeschafft und so. Was aber doof wäre, wenn ich dann nächstes Mal nicht so viel schaffen würde, weil dann würde es auffliegen. Aber sowas generell würde ich nicht machen. Als das Player offscreen sagen, ich mache das und das und dann was anderes tun oder wie cheaten dabei oder so. Das wäre voll lame. Also wenn, dann werde ich irgendwo meine LPs auch mal irgendwie getrickst habe oder so, dann wisst ihr das meistens auch. Und das finde ich auch ganz gut so. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie LP gibt, die da sowas machen. Kenne ich jetzt gerade persönlich keinen, wo es öffentlich schon mal aufgefallen ist oder so. Ah, selbst weiß man ja nie, ne? Vielleicht ist es einfach nur ja gut, diese Schlinge. Na, egal, Leute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche Vorschläge, was ich bequatschen könnte. Also, ja, wieder uns. Also, macht's gut. Haut rein. Tschüss, Sikowski. Und ciao.